Guten Tag. Mehr als 8% Inflation, so hoch wie seit 1951 nicht mehr. Der Krieg in der Ukraine tobt weiter, die Börsen korrigieren weiter. Eine Änderung ist nicht in Sicht. Was das jetzt für Ihre Kapitalanlage bedeutet, dazu mehr in diesem Video. Ich bin Max Otte, Manager des Max Otte Multiple Opportunities Fund, und ich werde Ihnen in diesem Video mitteilen, wie ich die weitere Börsenentwicklung einschätze. Die Börsen korrigieren mittlerweile seit 9 Monaten. Das haben wir lange nicht gesehen. Die letzten Erholungen waren alle sehr schnell, zum Beispiel der Corona-Crash. In etwas mehr als 6 Wochen ging es massiv herunter und dann in ebenso kurzer Zeit wieder nach oben. Davor der Mini-Crash von Ende 2018, in 3 Monaten runter und in perfekter V-Form wieder rauf. Das ist jetzt nicht der Fall. Und das hängt damit zusammen, dass wir einen fundamentalen Umbruch im Weltsystem haben. Die Wirtschaft, das Wirtschaftssystem, das uns die letzten Jahrzehnte getragen hat, ändert sich im Moment massiv und das hat natürlich Rückwirkungen auf die Börse. Ich habe das in meinem Buch Weltsystemcrash Ende 2019 beschrieben. Das Buch kam im September raus. Ich habe von einer Deglobalisierung gesprochen. Ich habe von einem verstärkten Eingriff des Staates in die Wirtschaft gesprochen. Ich habe auch den Ukraine-Krieg schon andeutungsweise vorausgesagt. All das finden Sie in dem Buch und damit müssen wir uns jetzt an den Börsen beschäftigen. Dies ist nicht die erste Krise in meiner fast 40-jährigen Börsianerlaufbahn und wir sind aus jeder Krise gestärkt hervorgegangen. So wird es auch bei dieser Krise sein, aber man muss natürlich das ein oder andere berücksichtigen. Schauen wir uns mal die einzelnen Aspekte an. Also einmal ist es vorbei mit der Bonanza der Technologiewerte. Das sind nach wie vor gute Unternehmen. Das sind Unternehmen, die unser Leben prägen, die auch Value-Werte der Zukunft sein können. Wenn ich an Microsoft denke oder Amazon oder auch Alphabet, dies sind dominierende Konzerne. Aber das ungebremste Megawachstum ist erst einmal vorbei. Und dann sind wir natürlich auch mal in einer Korrektur. Ich zeige Ihnen hier die Charts dieser Werte und die sind gefallen zwischen wenigen Prozent. Das ist bei Apple so, 30, 40%, Alphabet, Amazon und auch die Spreu, die sich vom Weizen trennt, die ist weiter eingebrochen, wie zum Beispiel Netflix oder Meta. Wir waren nicht in Netflix und Meta investiert, wohl aber in die besseren Titel, die sich auch besser gehalten haben, wie Alphabet und Microsoft. Netflix und Meta haben Geschäftsmodelle, die langsam an ihre Grenzen kommen. Die anderen, wie gesagt, werden weiter wachsen. Aber diese Korrektur ist normal und wir haben im Moment etwas, was Multiple Contraction heißt. Diesen Prozess schauen wir jetzt uns mal kurz bei Microsoft an. Microsoft war auf einem Höchststand im Jahr 2000, als wir die erste Tech-Blase hatten. Und dann brach die Aktie massiv ein. Und dann bewegte sie sich mehr oder weniger 13, 14 Jahre nur seitwärts unter relativ kleinen Schwankungen, bevor sie dann zu einem neuen Höhenflug ansetzte, der letztes Jahr dann endete. Und in diesem Höhenflug hat sie 1000% dazu gewonnen und das ist für einen großen Tech-Wert, den es ja doch schon etwas länger gibt, doch erstaunlich. Was ist passiert? In der Technologieblase war natürlich auch eine große Euphorie da. Die war größer als letztes Jahr an den Märkten. Damals hatten wir wirklich eine Blase, eine Überbewertung und Microsoft war mit einem Kursgewinnverhältnis von teilweise 120, 130, 140 bewertet. Dann kollabierten die KGVs, also der Markt schätzte Microsoft nicht mehr so hochwertig ein. Und über die Jahre, das Unternehmen wuchs weiter, es wuchs weiter, Sie sehen das hier, aber die Kursgewinnverhältnisse gingen zurück, also das Wachstum wurde vom Markt nicht mehr so honoriert. Und auf dem Tiefpunkt hatte Microsoft tatsächlich ein Kursgewinnverhältnis von 13. Im letzten Herbst lag Microsoft bei 40. 40 ist relativ hoch, aber nicht Blasenterritorium. Und wenn man das mit Immobilien vergleicht, die sind oftmals sehr viel höher. Also Microsoft war teuer, aber nicht sehr teuer. Nun hat Microsoft korrigiert um knapp ein Drittel und ist mit einem KGV von 27, 28 bewertet. Auch das ist nicht wirklich billig, aber es ist angemessen. Das ist bei den Tech-Werten passiert. Auch die werden weiter ihren Weg gehen, aber wahrscheinlich werden wir diesmal nicht diese V-förmige Erholung sehen wie die letzten Male. Ganz besonders hart getroffen hat es die kleinen Technologieplattformen, also Plattformen, die mit Venture-Kapital oder wie auch immer gebaut wurden, um in der Plattformwirtschaft bestimmte Märkte zu besetzen, wie zum Beispiel die Lieferservices oder auch Fiverr, eine Online-Plattform für Freelancer,
oder auch zur Rose, die Online-Apotheke. Dieses waren junge Wachstumsunternehmen, die zum Teil noch nicht in der Gewinnzone waren oder so gerade eben. Und da ist sehr viel Luft rausgegangen. Diese Werte sind zum Teil um 70, 80, 90% und mehr eingebrochen. Wir sehen also, hier ist tatsächlich was zu Ende. Aber wenn wir jetzt schauen, was das für klassische Werte beinhaltet, also nehmen wir die Ölwerte, die seit September, also ziemlich gegenläufig zur Korrektur bei den Tech-Werten, haben sich die Ölwerte massiv und gut entwickelt. Und wir sehen auch da weiteres Potenzial, denn dieser Aufschwung geht erst 9 Monate lang. Und Öl ist tendenziell knapp. Die Umstellung auf erneuerbare Energien wird so schnell nicht funktionieren. Die Ölkonzerne haben in den letzten 10 Jahren zu wenig investiert in neue Vorkommen und damit wird dieser Trend unserer Einschätzung nach und meiner Einschätzung nach weiter anhalten. Ich zeige Ihnen jetzt eine Grafik, die den Preis der Rohstoff- und Öltitel ins Verhältnis setzt zum Preis der Aktien im S&P 500. Und wenn Sie ganz unten rechts schauen, dann haben Sie jetzt eine kleine Erholung. Das ist alles. Also, obwohl die Öltitel massiv gestiegen sind, ist da noch sehr viel Luft bis zum Normalmaß. Bei dieser Grafik sind die Spitzenpunkte, wo die Rohstoffe sehr teuer sind, und die Täler sind dann Bereiche, wo Rohstoffe sehr billig sind. Umgekehrt sind unten dann Aktien relativ zu den Rohstoffen teuer und oben relativ zu den Rohstoffen billig. Und obwohl wir bei den Rohstoffen schon eine gewisse Erholung gehabt haben, sind diese immer noch sehr, sehr billig. Das heißt, wir setzen in unseren Fonds auch stärker auf Rohstoffe und auf diesen längerfristigen Trend. Warum ist das so? Eben habe ich Ihnen schon erklärt, dass wir zu wenig in die Entwicklung neuer Vorkommen investiert haben im Rohstoffsektor. Das ist das eine. Aber es ist eben auch so, dass die Welt sich im Moment aufspaltet. Wir haben eine neue Blockbildung. Der Spiegel schreibt über eine neue Blockbildung. Ich habe das in meinem Buch Weltsystemcrash auf Seite 398 als Szenario schon vorgedacht. Und diese Blockbildung tritt jetzt ein. Und damit wird der Handel schwieriger. Die Handelsströme werden umgelenkt. Wir sehen das. Deutschland wird sich von russischer Energie weiter abkoppeln. Damit wird Energie teurer. Ich finde das nicht sehr gut, aber es ist politisch gewollt. Und das passiert in vielen Bereichen, dass also die Globalisierung ein Stück zurückgedreht wird. Wir haben eine Art neue Blockbildung. Und das treibt die Preise. Und dann haben wir eben diesen Cocktail, über den ich schon mehrfach gesprochen habe, der insgesamt die Preise treibt. Und das führt dazu, dass wir starken Preisdruck auf dem Rohstoff und auf dem Halbfertigfabrikatemarkt haben werden. Und das wird die Preise weiter treiben. Auch wenn wir jetzt vielleicht in eine Rezession rutschen. Aber wir sind hier schon auf historischen Tiefständen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es weiter nach unten geht. Wie sind wir im Max Otte Multiple Opportunities Fund platziert? Ich manage den Max Otte Multiple Opportunities. Das ist unser anspruchsvolles Vehikel für anspruchsvolle Privatinvestoren in Deutschland und Liechtenstein. Es liegt in Liechtenstein, alles gesetzeskonform. Es kann Silber und Gold, also physische Rohstoffe, halten, was wir auch tun neben den Aktien, was für zusätzliche Sicherheit sorgt. Dieser Fonds ist ab 100.000 Euro in Deutschland und ab 50.000 in Liechtenstein. Wie sind wir dort platziert? Wir haben 16% physische Rohstoffe im Safe der Bank, also Gold und Silber. Wir haben Öl um die 22%. Wir haben 8% sonstige Rohstoffe. Das macht immerhin zusammen ungefähr 36% rohstoffnah oder edelmetallnah. Das ist die Grundbasis dieses Fonds. Daneben kommen natürlich weiter Unternehmen von Big Tech, ungefähr 10-12%. Und natürlich halten wir auch etwas Liquidität, um nachkaufen zu können. Damit fühlen wir uns gut gerüstet. Dies ist nicht die erste Krise meiner 39-jährigen Börsenlaufbahn. Auch nicht die zweite und die dritte. Um ehrlich zu sein, ich habe aufgehört zu zählen. Wir haben seit über 14 Jahren unsere Publikumsfonds und ich habe seit über 20 Jahren Privatanleger, die ich berate. Dann kann man da schon einige Krisen zusammenzählen. In der Finanzkrise ging es um 30% plus runter, auch in unseren Fonds, und danach sofort wieder nach oben. Und zwar mit massivem Schwung, und wir haben dann sehr schnell neue Höchststände erreicht. Und so war es in jeder Krise. Wir sind Value-Investoren, wir schauen auf den Einzeltitel, wir schauen auf die ökonomischen Fundamentaldaten. Wir lassen uns nicht von Panikstimmung und von Euphorie an der Börse
verleiten, sondern wir bleiben nüchtern, wir suchen nach unseren Chancen und dann investieren wir. Und wir investieren möglichst langfristig in Unternehmen, die eine langfristige Perspektive haben. Wenn Sie mehr über unsere Fonds wissen wollen, dann kontaktieren Sie uns. Herr Philipp Schäferhoff steht Ihnen gerne mit Rat zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg an der Börse und auch sonst alles Gute. Ihr Max Otte.